Hallo, hier ist Julia von Farbcafé und heute zeige ich euch, was Handlettering eigentlich ist, wie man es macht und welche verschiedenen Sorten es davon gibt. Und ich zeige euch auch gleich noch, welches Material ich dafür benutze. Heute geht es um Faux Calligraphy, Brush Lettering und das richtige Handlettering. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Faux Calligraphy, also die falsche Kalligraphie, ist auch super einfach zu erstellen. Sie bedeutet nicht falsch, weil an ihr irgendwas falsch ist, sondern mehr oder weniger falsch in dem Sinne von, dass sie gefälscht ist. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie genau das gemacht wird. Um das Prinzip einmal ganz einfach und deutlich zu zeigen, nehme ich jetzt hier mal drei Stifte. Und ich benutze auch Stifte, die jetzt hier ziemlich dick sind. Also die haben hier eine relativ normale, dicke Filzamine. Eigentlich benutzt man für Faux Calligraphy meistens dünnere Stifte, also wie zum Beispiel hier den Faber-Castell F. Sehr oft auch einfach schwarz, da das einfach viel hübscher aussieht. Aber jetzt zum Erklären ist das einfach einfacher, weil es dann auch übersichtlicher wird. Wenn ich hier mein Blatt Papier habe, dann schreibe ich mit meinem Filzer erstmal die erste Schrift und da gehe ich relativ breit bei vor. Ich nehme jetzt hier mal das altbekannte typische Wort und wie ihr schon seht, gehe ich hier sehr bauchig vor. Also die Schrift ist breiter, als ich normalerweise schreiben würde und das hat den Grund, dass wir gleich noch ein bisschen Platz brauchen. Und hier haben wir jetzt unser Grundgerüst für unsere Schrift. Und mit einer zweiten Linie gehe ich jetzt hin und verdicke alle Striche, die nach unten gehen. Ja, das ist hier zum Beispiel dieser Strich und hier ist es dann der hier. Und wir können hier schauen, ob wir links oder rechts den Strich dicker machen möchten. Wir können natürlich auch beides machen, auf beiden Seiten dann noch ein bisschen dicker werden. Dann sieht das so aus. Das können wir hier mit jedem Strich machen, der nach unten geht. Damit können wir dann einerseits nochmal ein bisschen modellieren, wie unsere Schrift aussehen soll. Oder auch ein paar Fehler wieder ausbessern, die wir vielleicht gemacht haben, wenn irgendwas nicht so ganz korrekt oder gerade aussieht. Wenn wir das jetzt hier gemacht haben, dann nehmen wir unseren Stift, also eigentlich den gleichen Stift, den wir die ganze Zeit benutzen, und malen hier diese Flächen hier drinnen aus. Ich schraffiere das jetzt mal, damit ihr das besser seht. So sieht das dann aus. Also alles, was jetzt in diesen beiden Linien zwischendrin ist, wird eben ausgemalt. Wenn man das dann richtig macht, also das ist jetzt das Prinzip, wenn man das jetzt nochmal macht, ich mache es jetzt mal ein bisschen kleiner, damit es auch schneller geht, schreibe ich hier nochmal mit meinem normalen Stift einfach das Hey, dann gehe ich hier hin und mache alle diese Linien, die nach unten gehen, mache ich einfach ein bisschen dicker und so erzeuge ich jetzt einen Kalligraphie-Effekt, der sich eben dadurch auszeichnet, dass die Linien, die nach unten gehen, immer dicker sind als die, die nach oben gehen und das kann ich dann machen, mit welchem Stift auch immer ich möchte. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch wasserfeste Stifte nehmen oder Eddings. Wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel einen Briefumschlag beschreiben und es könnte sein, dass er nass wird, deswegen nehme ich dann nicht normale Filzer. Und so bekomme ich jetzt mit Faux Calligraphy einfach diesen Effekt hin, dass es aussieht wie Kalligraphie, ohne dass ich wirklich mit einem Pinselstift oder einer richtigen Feder arbeiten muss. Brush Lettering, wie man es eigentlich versteht, ist das Schreiben mit dem Pinselstift und oft wird auch einfach der Begriff Hand Lettering für den Begriff Brush Lettering als Synonym benutzt. Das heißt, es wird eigentlich genau das gleiche gemeint, obwohl es ja doch Unterschiede sind. Deswegen zeige ich euch jetzt, was genau ist denn Brush Lettering mit einem Pinselstift. Das Brush Lettering zeichnet sich dadurch aus, dass auch hier wieder die dünnen Striche, die nach oben gehen, sehr fein sind und die breiteren Striche, die nach unten gehen, sehr dominant und dick. Und das erzeugen wir mit der Pinselspitze und bevor wir da direkt anfangen, würde ich sagen, wir machen erstmal ein paar kleine Aufwärmübungen. Wenn du jetzt ganz neu mit dem Handlettering bist, dann hast du vielleicht noch nicht so oft einen Brushpen in der Hand gehabt. Er hat eine flexible Pinselspitze, die vorne sehr fein zusammengeht und damit machen wir jetzt die erste Übung erstmal einen dünnen Strich nach oben. Dafür muss man den Pinselstift schon sehr gut kontrollieren können. Gehen also nur mit ganz wenig Druck hier nach oben und ziehen ein paar Linien hoch. Das machen wir hier ein bisschen schräg und wir versuchen, die Linien halbwegs konstant dick zu halten. Dann können wir das hier nochmal direkt nach oben machen. Denn ab und zu machen wir ja auch mal solche Striche. Dann machen wir die anderen Striche, die du vielleicht schon kennst, die das Handlettering so besonders machen. Das sind die Downstrokes, also die Striche nach unten. Die machen wir mit einem beherzten Strich nach unten. Das erfordert am Anfang ein bisschen Überwindung. Und auch jedes Mal, wenn man einen neuen Stift hat, weil man ja nicht weiß, wie sich das genau verhält. Man lernt dann auch seine Stifte ein bisschen besser kennen. Hier ist es ganz wichtig, dass wir das richtige Papier benutzen. Darauf gehe ich dann später nochmal ein. Und hier ziehen wir mit einem beherzten Strich und relativ viel Druck einen dicken Strich nach unten. Jetzt gehen wir zur nächsten Übung über und machen einen dünnen Strich nach oben
und gehen dann hier mit einem dicken Strich nach unten. Das machen wir hier ein paar Mal. Das sind die sogenannten Overstrokes. Die brauchen wir natürlich auch für unsere Buchstaben. Und das sind so die Grundübungen, die muss man können, bevor man mit dem Lettering anfangen kann. Dann gibt es natürlich neben den Overstrokes noch die Understrokes. Die gehen genau andersrum. Wir fangen mit Druck an, lassen dann los. Ein guter Tipp ist hier, dass man komplett loslässt und dann hier ohne Druck nach oben geht. Das macht man dann nochmal. Und irgendwann, wenn man es ein bisschen gemacht hat, dann wird es eine fließende Bewegung, ohne dass man jetzt irgendwelche Kanten und Haken drin hat. Man muss dann kontrollieren können, wie sich der Pinselstift verhält. Und das ist auch von Pinselstift zu Pinselstift immer ein bisschen anders. Dann die nächste Übung ist das C. Das ist schon quasi konkret ein Buchstabe. Hier ist es wichtig, dass wir ganz vorsichtig sind, wenn wir anfangen, da wir die Pinselspitze hier gegen den Strich schieben. Das heißt, wir müssen hier ganz genau aufpassen, dass sie nicht umknickt. Und dann gehen wir hier runter, machen einen Bogen und ziehen sie wieder hoch. Und das üben wir jetzt ein bisschen, bis die Bewegung aus einem Guss kommt. Und so können wir dann hier üben, dass unsere Bewegung gleichmäßig führt und dass wir auf keinen Fall Pinselspitze gegen den Strich umknicken. Hier sehen wir nochmal ganz genau, worauf wir achten müssen, damit unsere Pinselspitze wirklich nicht abknickt. Wir müssen ganz ohne Druck nach oben schieben und dann nach unten ziehen. Hier gegen den Strich ganz vorsichtig, dann hier Druck aufbauen und hier wieder loslassen. Nochmal ganz langsam, hier gegen den Strich schieben. Dann hier runter, wie wir es gewohnt sind, und hier wieder hoch. Hier gegen den Strich nach oben, runter und wieder hoch. Und das wiederholen wir jetzt ein paar Mal, bis wir ganz sicher sind, dass unsere Pinselspitze, auch wenn wir nicht ganz aufmerksam sind, nicht abknickt. Dann ist wirklich wichtig, dass das nicht passiert, denn ansonsten wird unsere Pinselspitze ganz schnell ausfransen. Denn wenn man die Spitze jetzt umknickt und dabei gegen den Strich geht, dann wird man sehr schnell sehen, dass die Fasern ausfransen vorne. Dieser Stift ist hier schon ein bisschen ausgefranst und dann wird das eben dazu führen, dass wir keine sauberen Linien mehr zeichnen können. Deswegen ist dieser Strich hier ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, ohne Druck und ohne, dass die Spitze abknickt, nach oben zu zeichnen. Wenn wir mit dem Brushpen arbeiten, dann ist es sehr wichtig, dass wir ultra streichelzartes Papier benutzen. Denn die Pinselspitzen sind super empfindlich. Deswegen das Rhodia Dot Pad ist schon sehr gut. Dann gibt es inzwischen noch das Hahnemühle Handlettering Papier. Das ist auch sehr gut. Das ist sehr streichelzart und auch sehr dick. Das heißt, damit kann man dann auch sehr gut arbeiten. Und um aus den ersten Strichen, die wir gerade gemacht haben, unser erstes Wort zu machen, fangen wir direkt einmal an zu schreiben. Wir können jetzt hier, ich schreibe jetzt hier Brush. Ich mache meinen ersten Schnörkel hin. Gehe dann hier mit einem beherzten Strich nach unten für mein B. Gehe hier ohne Druck nach oben, hier wieder mit Druck runter und ziehe mir hier so meine Bögen. Dann schreibe ich mein R, einmal Druck, dann loslassen, dann wieder Druck, dann wieder nach oben ohne Druck. Dann mein U ist quasi zwei Understrokes nebeneinander. Dann schreibe ich hier ein kleines S und das H ist wieder eine große Kombination. Und hier sieht man direkt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe hier nämlich zu wenig Platz gelassen. Das heißt, die beiden Buchstaben sind zusammengerückt. Das kann natürlich passieren. Und deswegen ist es auch gar nicht verwerflich, wenn man sowas doppelt schreibt. Niemand ist perfekt und beim ersten Mal kann das mal schief gehen. Deswegen, wir gehen hier nach oben. Jetzt weiß ich, ich habe hier zu wenig Platz gelassen. Das heißt, ich werde den Bogen vom H werde ich jetzt hier größer machen, damit ich jetzt hier Platz habe und hier meinen Bogen ziehen kann. Das heißt, ich habe direkt aus dem Fehler gelernt, habe den Bogen hier vom H größer gemacht und habe jetzt hier Brush geschrieben. Und so einfach funktioniert Brush Lettering mit einem Pinselstift. Für die Papiere sollte man darauf achten, dass es wirklich schön glatt ist. Ich habe hier zwei zur Auswahl, die ich wirklich gerne benutze. Das ist das Rhodia Dot Pad. Das hat so gepunktetes Papier und dann noch das Hahnemühle Handlettering Papier. Das ist relativ neu. Das ist auch sehr schön, das ist recht dick. Ich habe hier schon mal noch ein paar Skizzen drin. Das ist wirklich, wenn man drüber streicht, das ist streichelglatt und echt schön stabil. Und damit kann man sehr gut lettern, ohne dass die Stifte kaputt gehen. Auf dem Handlettering Papier zeige ich jetzt mal, wie wirkliches Handlettering funktioniert, also dass kein Brush Lettering ist. Das ist nämlich eine Kombination aus allen Disziplinen quasi. Und dabei gehen wir dann so vor, dass wir eigentlich komplett vorkonstruieren, was wir zeichnen wollen. Ich zeichne mir hier also jetzt Linien vor. Ich mache die Aufnahme mal ein bisschen dunkler, damit man das besser sieht. Hier zeichne ich mir nochmal Linien vor. Ich möchte jetzt hier zwei Worte schreiben. Ich möchte insgesamt Keep Smiling schreiben, das heißt, ich schreibe jetzt hier mir mein Lettering vor, so ungefähr.
Ich mische hier die verschiedensten Buchstaben, ein kleines E, ein großes E und ein P. Und jetzt sehe ich hier, dass es nicht zusammenpasst, weil es viel zu lang ist, das Wort. Deswegen arbeiten wir mit Bleistift vor, da kann man schön radieren. Also probiere ich es nochmal. Ich schreibe jetzt hier ein größeres S und schreibe jetzt hier mal in einer sehr dünnen Schrift. Jetzt habe ich hier mein Keep Smiling mit zwei verschiedenen Schriften gemacht. Und jetzt kommen wir dem Handlettering schon ein bisschen näher. Denn wir können jetzt hier hingehen und hier die Schrift zum Beispiel dicker machen. Jetzt wird das hier ein großer dicker Buchstabe. Wir arbeiten hier noch ein bisschen weiter dran. Füge dann hier noch Serifen dazu. Hier überschneiden sich dann die zwei Buchstaben, darauf muss ich dann später noch achten. Dann mache ich diesen Buchstaben hier auch noch dicker. Den ändere ich hier ein bisschen ab. So gehe ich durch meine komplette Schrift, bis sie so aussieht, wie ich sie gern hätte. Hier füge ich auch nochmal Serifen dazu. Gehe dann hier hin, füge hier noch was dazu. Und so kann jeder Buchstabe anders aussehen. Das P wird auch noch dicker. Jetzt habe ich hier oben Serifenschrift, die ich hinterher noch weiter ausschmücken werde, wenn ich die Farbe benutze. Und hier unten eine Schreibschrift, die sehr lang und schmal ist. Um es jetzt noch weiter zu veranschaulichen, nehme ich jetzt hier einen einfachen schwarzen Filzstift und zeichne mir hier die Konturen einfach von meinem Buchstaben nach. Füge jetzt hier lauter kleine Serifen dazu, damit meine Schrift sehr markant wird. Genau das mache ich jetzt hier quasi auch. Ich mache hier alle Striche ein bisschen dicker. Hier füge ich einen Knubbel dazu und zeichne dann das nach, was ich mit Bleistift vorgezeichnet habe. Jetzt sieht man hier schon sehr schön, da alle total unterschiedlich sind und das ist genau das, was wir möchten. Jetzt mache ich hier Faux Calligraphy einfach mit dem gleichen Stift wie vorhin und ziehe jetzt hier alle Linien, die nach unten gehen, direkt ein bisschen dicker. Und so kann ich einen sehr dünnen Strich ziehen. Hier mache ich noch ein paar Bumples dran und jetzt kann ich beim Nachmalen mit dem schwarzen Stift nochmal ein bisschen korrigieren, da wo mir ein Buchstabe nicht so gut gefällt. Deswegen habe ich ihn ja mit Bleistift vorgemalt, damit das dann ein bisschen einfacher ist. Kann ich dann direkt korrigieren und dann später, wenn alles getrocknet ist, kann ich das dann ganz einfach wieder wegradieren. Noch besser korrigieren, als wenn man dann direkt mit dem Filzer losschreibt. Jetzt gehe ich hier mit dem N ein bisschen hoch. Das heißt, es verlässt die Grundlinie, damit ich hier dann den großen Bogen vom G noch mit reinbringen kann und das nicht zu weit nach unten auskragt. Jetzt ziehe ich jetzt erstmal wieder den Bogen und gehe dann hier rum. Jetzt hier den Strich, der nach unten geht, auch wieder dicker nach. Und jetzt kann ich hingehen, um das jetzt noch ein bisschen auszugestalten. Füge jetzt hier zum Beispiel horizontale Linien mit einem geringen Abstand dazu und füge so eine Schraffur zu meinem Lettering. Das mache ich jetzt nur hier, wo das Keep steht. Ich mache da auch eine variable Verlängerung nach außen. Das heißt, manche Striche sind ein bisschen länger, manche sind kürzer. Soll einfach ein bisschen dynamisch aussehen. Das gleiche mache ich dann hier noch zwischen den Buchstaben. Jetzt kann ich zum Beispiel hingehen, mir eine Farbe nehmen. Ich nehme jetzt das Pink, weil man das ganz gut sieht. Und setze hier in die Mitte noch einen Strich dazu. So wird dann die Farbe ein bisschen aufgebrochen. Also das Weiß kommt ein bisschen mehr Substanz. Und die Form der Buchstaben wird dann auch noch ein bisschen markanter. Und so kann ich hier farblich arbeiten. Dann kann ich hier noch weiter verzieren, indem ich hier Tropfen male. Die male ich immer ganz gern dazu. Die unterstreichen dann immer nochmal die Form. Kann man dann auch direkt ausmalen. Hier noch einer dazu. Und so kann man einfach ganz leicht mit ein oder zwei Farben schon was Schönes erstellen, das einen tollen Look bekommt, ohne dass man jetzt unbedingt einen Brushpen oder eine Feder oder sowas braucht. Und das ist eben Handlettering, wie man es eigentlich versteht. Das ist mit einem Stift deiner Wahl oder auch mit einem Pinsel oder meinetwegen mit einem Stück Holz. Kannst du einfach alles machen, wie es dir gerade passt. Das dann verzieren mit Zierelementen, manchmal noch gerne Schmetterlinge oder kleine Kuchen dazu. Und so kann man einfach schöne Schriftkunst machen. Das ist, was Handlettering hier eigentlich ausmacht. Und das ist das, was eben auch Spaß macht und was man sich gerne anschaut. Und so hat man ganz fix mit nur zwei Farben ein motivierendes, kleines Lettering erstellt. Man kann natürlich mit den Verzierungen quasi unendlich weitermachen. Dem sind keine Grenzen gesetzt. Man kann sich da komplett drin verlieren oder man macht es ganz schlicht. Aber jetzt seht ihr den Unterschied. Das ist Handlettering. Das hier ist Brush Lettering. Und das hier ist Faux Calligraphy. Und es sind doch ganz unterschiedliche Sachen, die aber alle sehr schön wirken und alle zu dem Hauptbegriff Handlettering gehören. Jetzt habt ihr einen ersten kleinen Einblick in das Thema Handlettering bekommen. Habe die drei wichtigsten, wie ich finde, die drei wichtigsten Kategorien kennengelernt und habt jetzt auch erfahren, wie ihr sie macht. Wenn du jetzt komplett neu einsteigen möchtest, dann würde ich dir das Set von Faber-Castell Pitt Artist Pen empfehlen, denn davon gibt es wirklich einige, also die haben verschiedene Spitzen. Es gibt ein schönes 6er Set, das hat sogar einen Pinselstift mit dabei
und eine Kalligraphie-Stift. Damit kann man sehr schöne Sachen machen. Es hat auch verschiedene Dicken an Fineliner dabei. Und du kannst es natürlich dann auch benutzen, um zum Beispiel Briefe oder Pakete zu belettern. Denn diese Farben trocknen wasserfest. Das ist der große Vorteil davon. Im Gegensatz zu den Tombows zum Beispiel, die trocknen nicht wasserfest. Und die finde ich für Anfänger, wenn du jetzt ganz neu bist, auch nicht gut geeignet. Denn beim Pinselstift von Faber-Castell kann man zum Beispiel auch die Pinselspitze austauschen, was sehr häufig mal nützlich sein kann. Denn auch wenn man jetzt immer nur gutes Papier benutzt, irgendwann ranzen die Stifte einfach aus und es ist sehr traurig, wenn sie das tun, bevor der Stift leer ist. Das ist dann einfach echt schade und Verschwendung und dann kann man quasi nur noch die Rückseite hier benutzen und damit Full Calligraphy oder Handlettering machen. Und da finde ich das Set von Faber-Castell einfach sehr schön, weil es sehr viel Auswahl hat und man damit sehr viel und sehr günstig starten kann. Ich hoffe, dieser kleine Einblick ins Handlettering, Brushlettering und in die Full Calligraphy hat dir Spaß gemacht. Und dann gib dem Video doch ein Däumchen nach oben. Ich habe unterhalb des Videos noch einen ausführlicheren Blogbeitrag verlinkt. Den werde ich hin und wieder immer mal wieder aktualisieren. Das heißt, wenn es was Neues gibt, dann werde ich sie dort vorstellen, denn das Video kann ich schließlich nicht immer wieder aktualisieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!